Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Philia und wir spielen Mass Effect Andromeda. Und willkommen auf Habal again. Wir werden jetzt hier zwei... Oh, guck mal, wir haben auch noch so ein Quest-Zeichen. Vielleicht klappen die Quests ja hier besser. Was ich als allererstes machen wollte... Ich wollte auf M drücken, um zu gucken. Wir haben ja einmal die Möglichkeit... Das ist ein Nexus-Wissenschaftler. Hier. Wir sollen ja mit Direktor Addison von hier aus kommunizieren. Was wir nun auch machen werden. Ist das jetzt hier? Nee, ne? Nee, das ist einer Höhle. Kieran sagt, Haval hätte nur noch einen Zyklus. Okay, dann gehen wir mal da die lange Treppe hoch. Okay, ah, hier konnten wir ja vorher nicht rein. Jetzt können wir hier rein. Okay. Ah, hier sind die... Ich habe meine Ableger mit Kieran Dahls verglichen. Keine Mutationen, kein Pilzbefall. Das sind alles gute Zeichen. Für manche Leute sind Pflanzenpilze eine Delikatesse. Wenn Sie schon etwas essen wollen, das ein defektes Gewölbe ausgespuckt hat, tun Sie es wenigstens im Rahmen einer Mutprobe. Okay. Hawkins McIntyre. Hi. Sie müssen der Pathfinder sein. Mhm. Dr. McIntyre von der Nexus. Hi. Ryder, willkommen auf Haval. Danke. Ich schätze mal, nachdem Sie das Gewölbe jetzt wieder auf Kurs gebracht haben, wird diese Welt deutlich gastfreundlicher sein. Das hoffe ich auch. Die Angara haben uns eingeladen, das Pflanzenwachstum zu beobachten und die Ruinen im Dschungel zu erforschen. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Ja, genau. Glauben Sie auch an Reinkarnation? Sie wissen, wie Tavos den Monolithen gefunden hat? Durch Erinnerungen aus einem früheren Leben? Ja, ich habe davon gehört. Das ist auf jeden Fall was für die Lehrbücher. Sie glauben ihm? Aber Sie sind doch Wissenschaftler. Die Asari können Gedanken und Erinnerungen teilen. Proteanische Tech drückt sich durch Visionen aus. Das sind wissenschaftliche Fakten. Wir alle sind mehr als das, was man unter einem Mikroskop sehen kann, Mädchen. Ich glaube, das könnte man auch unter einem Mikroskop sehen, wenn man das Richtige hätte. Okay, ich möchte gerne über die Stasefelder reden. Seien Sie in der Nähe dieser Monolithe vorsichtig. Es könnte dort weitere Stasefelder geben. Wir glauben zwar, dass sie sich nur auf Angara auswirken, aber wer weiß. Oh, keine Sorge, wir wissen Bescheid. Ich habe hinter System aktiv einen Haken gemacht. Was natürlich nicht heißt, dass der junge Farley auch daran denken wird, wenn er mal wieder irgendwelchen Schmetterlingen nachjagt. Wer ist Farley? Egal, was ist denn Ihre Arbeit so hier? Welche Aufgaben erfüllt Ihr Team hier? Sarah ist unsere Botanikerin. Sie kümmert sich um die Pflanzen und entwickelt einen künstlichen Lebensraum für sie. Mhm. Außerdem ist sie rein zufällig auch noch Technikerin. Diese Asari. Ein Job reicht ihnen einfach nicht. Dann hätten wir noch den jungen Farley. Er beschäftigt sich mit Insekten. Und Sie? Ich bin unser Xenoanthropologe. Was im Grunde nichts anderes heißt, als dass ich mit den Angara über diese Ruinen rede. Und ihnen zuhöre. Okay. okay, ich möchte gerne über Kieran Dahls reden. Ich nehme an, Sie haben bereits mit Kieran Dahls gesprochen. Klar, sie ist schließlich diejenige, die uns eingeladen hat. Sie hat einen schrecklichen Wirbel um uns gemacht. Aber sie ist eine nette Frau, die sich hoffentlich auch als gute Kollegin erweist. Ich habe jedenfalls vor, ihr genau zuzuhören. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Viel Glück, McIntyre. Sichere Reisen, Raider. Raider. Gut, dann reden wir doch mal mit der Addison. Die Berichte werden dieser Welt nicht gerecht. Sie ist... traumhaft. Direktor Addison, Sie schauen nicht persönlich vorbei? Das hier hätte ein Außenposten sein können. Danke, aber ich verzichte. Mir sind klimatisierte Räume lieber als diese Extreme. Angesichts der Bedeutung dieses Planeten für die Angara ist es absolut angemessen, dass wir sie zwar unterstützen, aber keinen Außenposten errichten. Und die Stabilität, für die sie gesorgt haben. Aya hat sich dafür bei mir bedankt. Ich glaube, das hat in Andromeda bisher noch niemand gemacht. Ja, ich wollte uns gut vertreten, ne?
Nach den Ket und dem, was sie von den Exilanten gesehen haben, mussten wir uns den Angara von unserer besten Seite zeigen. Was in der Vergangenheit leider viel zu selten der Fall war. Aber wer weiß, vielleicht steht Pathfinder ja wirklich für das Beste an uns. Haval bringt uns weiter. Jeden Tag eine gute Tat. Auch ohne Außenposten. Wir brauchen natürlich einen Ersatz, aber es ist trotzdem ein Schritt nach vorne. Diese Entwicklung gibt Anlass zur Hoffnung. Und das ist vielen Leuten bewusst. Außerdem wäre da noch etwas anderes. Es geht um eine formelle Angelegenheit, um ein Statement für die Archive. Ist das wirklich der richtige Zeitpunkt dafür? Pathfinder war immer ein Symbol, wie die Außenpostenflaggen im öffentlichen Bereich. Die Leute brauchen eine Verbindung zur Realität dort unten. Wenden Sie sich an sie, Pathfinder. Sagen Sie ihnen, was das hier für uns bedeutet. Ist das jetzt das, was ich sagen soll? Sie müssen diesen Ort sehen! Als wir uns der Initiative angeschlossen haben, wurde uns vieles versprochen. Aber keine goldene Welt hat je so ausgesehen wie diese. Wir müssen alles erfahren. Über Haval und über die Freunde, die von hier stammen. Wir müssen alles wissen. Ihr Statement wurde festgehalten, Pathfinder. Edison, Ende. Yay! Cool, wir haben jetzt die Lebensfähigkeit auch auf 100%. Hier, sehr schön. Und trotzdem noch ein paar Quests. Ich habe ja gedacht, wir kommen erst auf 100, wenn wir quasi alle Quests, die es auf dieser Planeten gibt, gemacht haben. So, jetzt das nächste, was ich machen möchte, ist diesen Quest hier annehmen. Dafür müssen wir irgendwie... Ja, ich weiß, ich kann Stufen aufsteigen. Aber das muss ich leider offline, offscreen machen, weil ich doch nicht weiß, was ich machen soll. So, ich bin nur doch schlecht drin. Ich muss mich da immer erst einlesen und so. Außerdem will ich auch nochmal... ich will nochmal auf den Nexus. Uns überhaupt nichts Nützliches. Unser Probenset ist viel zu begrenzt. Hi! Pathfinder Ryder. Dr. Tassana Ryler, Xenobotanikerin für die Initiative. Und das ist mein Kollege, Dr. Erich Baumgarten. Xenogenetik. Freut mich, Sie kennenzulernen. Es ist gefährlich hier. Nichts für ungut, aber... Erich. Sie sollten vielleicht nicht alleine hier draußen sein. Ich bin nicht alleine. Sie ist bei mir und sie ist ziemlich kämpferisch. Ihr Bericht über die beschleunigte Evolution und das rasche Wachstum der Natur hier hat unser Interesse geweckt. Wir analysieren alles, was wir finden, um zu ermitteln, wie wir diesen Effekt bei unseren eigenen Pflanzen reproduzieren können. Das könnte nützlich sein, das könnte aber auch eine schlechte Idee sein. Also eine schreckliche Idee sogar. Warum wollen wir das denn? Achso, weil die dann schneller wachsen. Das mit den Mutationen gefällt mir nicht. Das mit dem schneller wachsen, gut. Das ist vielleicht ganz praktisch, wenn man irgendwie schnell Gemüse braucht oder so. Aber ich finde, das ist eine schreckliche Idee. Warum wollen sie das tun? Der Planet hat sich selbst zerstört. Aber nur, weil die Sache außer Kontrolle war. Wenn wir das Wachstum von Pflanzen und Tieren so anregen können, dass es keine destruktiven Folgen hat, wäre damit der Hunger besiegt. Das würde für die Initiative alles verändern. Unsere Kolonien würden praktisch über Nacht gedeihen. Seit sie das Gewölbe repariert haben, kehrt langsam wieder Normalität ein. Aber zu schnell für uns. What? Die beschleunigten Lebensformen, die sie untersuchen wollen, sterben ab. Sie verfallen. Wir überschlagen uns förmlich, um alles zu scannen und zu katalogisieren, bevor es weg ist. Wir könnten Hilfe gebrauchen. Okay, was soll ich denn scannen? Zeigen Sie mir die Lebensform, die Sie brauchen. Ich erledige den Rest. Alles, was jenseits seines Basiswachstumszyklus mutiert ist, unterstützt unsere Arbeit. Ich gebe Ihnen die vielversprechendsten genetischen Marker für Ihre Scans. Danke für jede Hilfe, die Sie leisten können, Pathfinder. Kommen Sie wieder hierher, wenn Sie fertig sind. Okay. Jetzt habe ich wieder irgendwelche Quests hier angenommen. Ich möchte aber gerne... Die sind hier gar nicht angezeigt. Doch. Genmarker mit bekannten Lagerstätten verschiedener Kreaturen. Moment, darf ich mal kurz hingehen. Da muss ich hin, okay. Ich will mal ganz kurz gucken. Haben wir denn, weil wir schon Kreaturen gescannt haben, oder... Ups. So. Wir machen das mal. Genarchiv. Datenbank.
Okay, mutierter Eiroch. In der Nähe des Nav-Punktes, der gerade an sie übermittelt wurde, lebt ein Eiroch, dessen Physis und Verhalten Anzeichen einer genetischen Modifikation durch das Reliktgewölbe auf Haval aufweisen. Scans der Kreaturen müssen zeigen, welche Art die Mutationen sind und die Bestie und wie sie die Bestie verändert haben. Mutierter Rökor. Allem Anschein nach hat die Fehlfunktion des Reliktgewölbes den Territorialinstinkt und das Anpassungsvermögen eines Rekor verstärkt. Er wurde dabei beobachtet, wie er seinen Futterplatz bei dem an sie übermittelten Nav-Punkt verteidigt. Scans des Rekor könnten die Art seiner Mutation ans Licht bringen. Mutiertes Chalurion. Ein ungewöhnlich großes und aggressives Chalurion dezimiert die heimische Tierwelt. Der Nav-Punkt seines Jagdreviers wurde an sie übermittelt. Ich empfehle Ihnen, mit äußerster Vorsicht vorzugehen. Das Chalurion wird sie vermutlich als Bedrohung ansehen und könnte neugierig darauf sein, wie sie schmecken. Oh. Okay. Haben wir irgendwas hier in der Nähe? Ja, da... Ach, guck mal. Das ist, glaube ich, das Haus, wo wir nicht reinkamen. Da ist nämlich dieses Taldir. Da wohnt Taldir. Und genau die wollen wir nämlich treffen. Aber ich würde erstmal dahin gehen. Und als nächstes dann dahin, weil einfach da, weil das so mehr oder weniger auf dem Weg liegt. Dafür muss ich gerade nur die Orientierung finden. Ich glaube, so... Genau, wenn ich so jetzt gerade ausgehe, müssen wir das Vieh finden. Und dann... weil ich wollte jetzt eigentlich hauptsächlich erstmal den neben, also die Loyalitätsquest machen. So, da sind viele Viehzeuge. Ich habe gerade gedacht, was ist das denn? Aber ich musste erstmal realisieren, was ich da gerade sehe. So, okay. Hier müssen wir hin. Oh Gott, ich hasse diese Viecher. Soll ich die nicht alle kaputt machen? Soll ich erstmal scannen? Hallo, mach mal hier. Geh mal auf this one. So, jetzt können wir die kaputt machen. Huch! Wo bin ich gelandet? Ich bin zu weit weg. Ich dachte, es ist nur eins, was mutiert ist. Die Lebensformen in diesem Bereich weisen Marker für beschleunigtes Wachstum auf. Okay. Ich sehe da gerade ein riesiges Vieh, was ich nicht gut finde. Was bitte bist du? Ey, ich bin ausgewichen, ja, du Arsch. Arschvieh. Ich wollte dich scannen gerne. Woo! Wagen einfach so hier hinzukommen. Aber ich habe ihn gescannt. Das ist sehr gut. Das ist nämlich das, was ich gerne wollte. So. Okay. Haben wir jetzt hier... Okay, wir haben die Daten gesammelt. Gut. Schön. Freut mich. Hier hatten wir nichts mehr, ne? Okay, dann pass auf. Dann gehen wir jetzt hier entlang. Einmal hier um eine Kurve müssen wir. Oh nein. Warum... Egal. So, da ist noch irgendwo einer. Ein Assembler! Oh, Nickel.
Hatten wir das nicht schon mal gesammelt? Wir sind doch hier bestimmt schon mal lang gegangen. So, hier müssen wir irgendwo hin. Frau, lebt hier ganz in der Nähe. Ja, ja. Sie ist unsere beste Chance, Axul zu finden. Ah ja, denken Axul, Sie, sie wird mit uns reden? Es wird ein wenig Überzeugungsarbeit brauchen, aber ja, ich glaube schon. Okay, genau, wir müssen ja auf den, warte, da, das interessiert mich gerade nicht mehr. Verbündete und Beziehungen, hier, wo ist er denn? Der Jal Amar Darav. Genau, so, da wollen wir nämlich hin. Und wir müssen nach da vorne. Schaffen wir es an den Relikten vorbei, ohne dass sie uns hauen? Ja. Was ist das? Wir müssen vor dir beschützen. Warum sind die Cat hier? Warum sollten die Cat etwas wollen? Das verstehe ich nicht. Was haben die für Interesse an Axul? Weil sie den wiederfinden wollen, oder was? Roka, sie sind im Kampf gestorben. Axul muss sie beauftragt haben, auf Tholia aufzupassen. Und sie haben es nicht geschafft. Was soll ich noch scannen? Irgendwas soll ich scannen. Wir machen mal die Tür auf. Wahrscheinlich ist es da. Oh, ich hoffe, sie lebt noch. Verschlossen. Ich hebe die Verriegelung auf. Kommen Sie nicht näher. Todi, wir sind hier, um zu helfen. Mann, was soll ich denn hier scannen? Hey. Du. Soll ich sie scannen? Nee. Hi. Ich soll gar Fassen Sie mich nicht an. Schon gut. Ich will Ihnen nur helfen. Ihre Verletzungen. Sie haben sie sich selbst zugefügt? Die Kette. Ich kann nicht wieder dorthin. Niemals. Ganz ruhig, Schwester. Die Kette sind tot. Niemand wird sie hier wegholen. Das lassen wir nicht zu. Sie klingen wie er. So selbstsicher, so überzeugt. Sie meinen Axul? Er hat mich gerettet. Er gab mir die Chance, nach meinen eigenen Vorstellungen zu leben und zu sterben. Wir müssen ihn finden, Tholdir. Isharay, tapfere Seele. Heißt das so viel wie Lebewohl? Ihre letzten Worte galten Axul. Sie war ihm bis zuletzt treu ergeben. Und Axul missbraucht diese Ergebenheit, um Hass zu säen. Die einzige andere Person, die ihn erreichen könnte, ist die Moschai. Ein Grund mehr, sie zu retten. Kommen Sie, lassen Sie uns gehen. Aber vielleicht finden wir ja noch Informationen. Okay, warten Sie ab, bis Jarl ein Treffen arrangiert hat. Mit wem? Mit der Moschai? Die müssen wir erstmal befreien. Oh, kann man die nicht wenigstens begraben? Habt ihr nicht sowas wie ein Begrabungsritual oder so? Übersetzt aus dem Schillisch. Wie konnte unser Leben so werden? Wie konnten unsere Ahnen zulassen, dass die Kett unsere Welt so mühelos erobern? Und warum beschützen uns unsere aktuellen Anführer heute nicht? Zwietracht zerstört uns von innen heraus. Unser Volk hat es wiederholt versäumt, sich zu vereinen, wenn es am dringendsten nötig gewesen wäre. Wir haben einander die Schuld gegeben, haben gezankt und uns gegenseitig verraten, haben unseren Eroberern leichter Beute präsentiert. Nun sehen wir, wie ein neuer Feind in unseren Raum eindringt und uns als Hoffnung getarnte Auslöschung bringt. Lügen, die uns nur spalten sollen. Diejenigen unter uns, die diese Täuschung erkennen, müssen verhindern, dass unser Volk die Fehler der Vergangenheit wiederholt.
Alle Angara müssen eins werden, wenn wir die bösen Mächte besiegen wollen, die uns umgeben. Das ist die Überzeugung der Rokar, und ich spüre in meinem Blut, dass es die Wahrheit ist. Unsere Sache ist gerecht. Ich kann mich nur wiederholen. Arme, fehlgeleitete Seelen. Okay, Jol. Vielleicht können wir ja auf der Nexus... Quatsch, auf der Nexus. Auf der Tempest mal wieder miteinander reden. Ich habe keine Lust, große Viecher jetzt zu jagen. Lass uns mal zurück auf die Tempest gehen. Kann ich hier Schnellreise machen? Kann ich, aber bin ich dann in der Tempest drin? Ich möchte in die Tempest reingehen, bitte. Danke. Nein, kann ich nicht. Aber ich kann... Toll, die drei Schritte hätten jetzt auch schnell gehen können. Was ist das denn da? Ich will mal kurz gucken. Was ist das? What's that? Was ist das? Was war das? Da war ein Lichtstrahl, ein Geheimer. Okay, vielleicht war das auch einfach nur eine Markierung von mir. Okay, zur Tempest zurückgehen. Yo, möchte ich gerne. Ich möchte nämlich gerne mit Jol reden. Vielleicht hat er irgendwie eine Information für uns. Wir verlassen jetzt Tavar. Die Brücke gehört Ihnen, Pathfinder. Weil das nächste, was ich jetzt in Angriff nehmen möchte, ist Volt. Oder Völd oder Wold oder wie das heißt. Ich möchte gerne einen neuen Planeten kennenlernen. Wir haben bisher nur alle Systeme im grünen Bereich. Danke. Wir haben bisher nur zwei Planeten kennengelernt. Kurz E-Mails checken. Keine Nachrichten, gut. Dann möchte ich aber noch kurz vorher gucken, dass ich mit Jol irgendwie rede. Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Haben wir? Cool. Haben wir? Ah ja, wir können was Neues. Okay, ja, da will ich mich offscreen mit beschäftigen, weil da muss ich erstmal nochmal alles lesen. Ich habe nämlich keinen Plan, was ich als nächstes machen will. Hier ist niemand, ne? No. Ist er hier drin? Nee. Jollyline. Was hier? Ach nee, das ist unser Haupt. Nee, ah, guck mal, da ist er doch. Ihre Augen sind so voller Feuer, Peavy. Das ist aufregend. Es war mutig von Ihnen, hierher zu reisen. Wirklich? Danke. Ja, das war es wohl. Und ich bin es noch. Echt jetzt? Und Cora? Ihre Entscheidung erfolgte offensichtlich in voller Erkenntnis Ihres Potenzials und Ihres brillanten Verstands. Ach, das ist aber auch echt ein Charmeur hier, hä? Jollyline. Axul ist überaus raffiniert. Wir dürfen ihn nicht unterschätzen. Meine Mütter machen sich große Sorgen wegen der Cousins, die sich ihm angeschlossen haben. Okay. Erzählen Sie mir mehr über Ihre Spezies. Was würden Sie gerne wissen? Eigentlich gar nichts. Okay, belassen wir es dabei. Ich muss gehen. Bis später, Jol. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Ich dachte, wir könnten ein bisschen mehr mit ihm plaudern. Oh. Manu. Kann ich runterspringen? Ja, wo ist denn unser Äffchen? Ich habe ihn gehört. Hier ist er irgendwo. Irgendwo ist er hier. Hier ist er nicht. Ist er hier drin? Nein. Bin ich jetzt umsonst hier runtergesprungen? Ist er da oben? Na. Hä? Ich dachte, man kann mit dem Aufzug... Achso, der Aufzug ist oben. Ach, scheiße. Ja, okay. Alles gut. Doof. So. Wo ist er? Ist er in einem der Räume? Oder ist er hier irgendwo? Ich weiß es nicht. Ich höre ihn nur. Ist er hier drin? Nein. Ist er immer noch im Aufenthaltsraum vielleicht? Nee, der ist ja woanders. Der ist ja... Ist er hier drin? Nee, wir waren doch gerade hier drin, da war er nicht. Ist ja auch egal. Es bringt uns ja jetzt nicht weiter hier, ne? Nicht wahr? Gut.
Das Blöde ist, ich würde gerne die Folge hier auf der Nexus beenden. Auf der Tempest beenden. Aber scheinbar haben wir ja jetzt noch 6 Minuten. Und ich will jetzt hier nicht einfach los wild drauf rumlaufen und nichts tun. Okay, pass auf. Wir fliegen mal nach Volt. Ich hoffe einfach, da passiert nichts, was dazu führt, dass wir nicht wieder aufs Schiff können. So. Wir können ja den Planeten abscannen. Guck mal, das ist ja auch eine Sache, die voll spannend ist jetzt noch, die letzten 5 Minuten. Wir gucken mal. Also, Noll, da müssen wir hin. Das hier ist auch nichts Neues. Das heißt, wir gehen jetzt mal dahin. Und dann gucken wir mal, was uns dort erwartet. Ich bin schon gespannt, was das jetzt für ein Planet ist. Also, ich weiß, dass wir Vulkanplaneten haben werden noch und Eisplaneten. Aber wir haben bestimmt noch ein paar mehr. Keine Ahnung. Ich bin echt gespannt, was Volt für ein Planet ist. Gut. Erstmal. Anomalie geortet. Okay. Ach, scheiße, das konnte man ja. Ja, okay. Ich fliege erstmal dahin. Da gibt es ja auch Anomalien im System. Ich muss da nochmal. Wir haben lange nicht mehr geskinnt. Da sehe ich doch was. Ich empfange etwas. Da. Ich sehe doch. Sonde unterwegs. Die Anomalie von. Orte die Überreste eines Schiffes. Oh Gott. Aber nicht von uns, oder? Anzahl der Crew 1, Status angarische Rettungskapsel, scheint fast 10 Jahre über den Planeten dahin zu treiben. Okay. Dann, war's das? Ja? Gut. Anomalie auf den Sensoren. Wo denn? Da, da, ich sehe was. Sonde unterwegs. Oh, weißt du... Orte ein großes Mineralienvorkommen. Oh Mann. Das wäre so cool, wenn wir hier einfach mal so eben irgendeine Kupfervorkommen. 88 Kupfer. Boah, da finde ich, glaube ich, mehr auf dem Planeten. Das wäre so cool, wenn wir jetzt hier irgendwie durch Zufall... Ich möchte gerne... Ach so, jetzt kann ich weg. Eine Arche finden würden. Findet ihr nicht auch? Aber wie groß wäre die Chance? Ich glaube nicht. Die sind nämlich alle mit größeren Quests wahrscheinlich verbunden. Anomalie auf den Sensoren. Okay, was für eine Anomalie. Was Spannendes? Was zum Spielen? Schokolade? Ein Wirbelsturm. Sonde gestartet. Anomalie gefunden. Ein Sturm. Der uns EP gibt. Gut, sage ich nicht nein. Aber es hätte spannender sein können. Okay, wir müssen noch 4 Planeten scannen. Das heißt, wir müssen noch ein System. Und dann haben wir alle... Das kann doch nicht sein. Okay, dann fliegen wir mal nach auf Volt. Volt. Keine Ahnung. Ich hoffe, wir werden den Namen öfter hören, damit ich endlich weiß, wie man es ordentlich ausspricht. Ich meine, es wäre irgendwas mit... Das würde wie Volt ausgesprochen, aber vielleicht auch Volt. Okay, packt zusammen, Leute. Ich bleibe auf meinem schönen, warmen Schiff. Guckt mal, wie viele Quests wir da haben. Die Landezone auf Volt. Okay, was haben wir denn hier? Entfernung zur Sonne, sehr weit weg, keine Ahnung, AE, Oberflächentemperatur minus 40 Grad Celsius. Wir haben es mit einem Eisplaneten wohl zu tun. Ja, Volt durchläuft gerade eine Eiszeit. Einst war die Welt vollgepackt mit Dutzenden von großen urbanen Zentren. Doch heute lebt der Großteil der angaranischen Bevölkerung in zerstreuten Siedlungen. Die Überreste gigantischer antiker Städte sind weiterhin von Eis umschlossen. Volt ist eine Hochburg der Kett. Es ist Vorsicht geboten. Oh, dann landen wir mal. Ich wage zu bezweifeln, dass wir uns hier frei bewegen können. Ohne Auto. Oh ja. Wen nehmen wir denn mit? Okay. Moment. Ich bin ganz aufgeregt. Wir nehmen mit Joel natürlich. Und Peeby? Nehmen wir Peeby mit? Peeby ist unsere Gelehrte. Und er ist halt Joel. Ich mag den voll gerne. Ich finde den cool. Wir nehmen Joy mit und wir nehmen Peeby mit. So, ist jetzt kampftechnisch vielleicht nicht das krasseste Trupp, aber hey. Bringen Sie uns runter, Callow. In 30 Sekunden ist die Folge zu Ende. Habitat 6 getauft. Habitat 6, okay. Den ursprünglichen Scans zufolge hatte er eine atembare, stickstoffreiche Atmosphäre und Meere voller Wasser. Okay. Ich schätze mal, das ist nicht länger der Fall.
Jegliches H2O auf Habitat 6, das die Angara als Vault bezeichnen, ist Eis. Und die Meere sind komplett zugefroren. So viel zu meinem Traum von einem Haus am Strand. Naja, auf Eos gibt's Strand. Das ist ein ziemlich heftiger Schneesturm. LZ ist auf der Windseite des Berges. Bedingungen schlecht. Ich registriere Orkanböen. Oh, okay. Mal gestrandet, so wie es aussieht. Alles okay, alles okay. Sind Sie sicher? Sollen wir vielleicht aussteigen und schieben? Sehr witzig, Ryder. Ich fand's witzig. Na, hier sieht's ja nett aus. Die Lebenserhaltung geht nach unten. Ich würde sagen, wir... Suri hatte recht, was die Kälte angeht. Oh, hier können wir uns aufwärmen. Ist das eine Wärmelampe? Nein, das ist natürlich nicht. Okay, dann laufen wir einfach mal weiter. Wenn man nicht wüsste, dass hier was ist, man käme nicht darauf, dass hier was ist. Wow. Wo treffen wir das Team vom Widerstand? Da oben. Ich habe ihnen den Nervpunkt geschickt. Viel Glück, Pathfinder. Ich hoffe, in dieser Höhle ist es warm. Aber das ist gar keine Höhle. Nein! Doch, es ist eine Höhle. Es ist so eine Art Höhle. Schnell hier hoch, bevor wir alle sterben. Ein Strahler. Ich muss mich kurz aufwärmen. Oh, schön. Mir war noch nie so kalt. Wir sind fast da. Hey, hier ist nur minus 30. Nach unserer Ankunft müssen wir mit Commander Angie reden. Okay. Ich möchte gerne den... Oh Gott. Mhm. Ist das alles? Na, hier haben wir auf jeden Fall die drei obligatorischen Dinger. Oh, okay. Wir sind nicht so weit gekommen. Ja, dann ist das doch ein größerer Planet. Ich dachte gerade schon. Okay, da müssen wir hin. So. Aber erstmal wieder aufwärmen. So, schön aufgewärmt und weiter geht's. Da hoch, würde ich sagen. Da hoch, würde ich sagen. Da, der Heizstrahler. Hübsches Schiff. Joel, sind Sie endlich zurück? Ist das der Trupp, den Ephra geschickt hat? Die anderen warten am Shuttleplatz. Ah, da seid ihr. Ich habe mich schon gewundert, wo ihr seid. Okay. Okay. Das heißt, hier müssen wir uns von Heizstrahler zu Heizstrahler begeben, ja? Ah, super. Gut, wo müssen wir denn hin? Da müssen wir hin. Hi. Ich registriere einen erheblichen Temperatursturz. Guten Tag. Sind Sie der Pathfinder, von dem Ephra gesprochen hat? Ja. Ja, bin ich. Wir sind das Team, das mit Ihnen die Einrichtung angreifen soll, um hoffentlich die Moschei zu retten. Ich bin Ihr Pilot. Die Kett-Einrichtung ist auf der anderen Seite des Planeten. Können wir aufbrechen? Noch nicht. Noch nicht. Ich komme wieder, sobald ich bereit bin. Gut, wir werden hier sein. Ich will mich doch hier umgucken. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich werde mal ganz kurz irgendwo hingehen, wo es warm ist. Oh, ja, gut, hier Temperaturen liegen im Normalbereich. Im Normalbereich bei minus 30 Grad. Lebenserhaltung wiederhergestellt. So, ich will mich hier noch ein bisschen umgucken, weil vielleicht gibt es hier noch spannende Sachen, bevor wir da in den Kampf schreiten. Weil dann hätte ich vielleicht doch nicht Pibi genommen, sondern lieber Croc, wollte ich schon sagen. Den liebenswerten Kroganer. Croc den Kroganer, das ist auch ein netter Wort. Drag den Kroganer natürlich. Aber vielleicht schafft Pibi das ja auch. Eigentlich wollte ich auch meinen Charakter noch... Kann ich wieder auf die Tempest? Ich will mal ganz kurz gucken, ob ich auf die Tempest kann. Ja. Ich weiß nicht, ob ich auf die Tempest zurück kann. Ich will es testen. Quatsch. So. Weil. Zur Tempest zurückkehren. Den Planeten verlassen. Ja, wegen mir auch den Planeten verlassen. Ich will nämlich diese Folge beenden.
und meinen Charakter neu skillen, weil ich diese Turbo-Döns, was ich da gemacht habe, das fand ich doof. Das will ich ändern. Kann ich einfach die Folge beenden? Ja, ich kann einfach die Folge beenden. Hallo. Hallo. Tschüss. Also eigentlich wollte ich Tschüss sagen, nicht Hallo. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder unten auf dem Vault. Ja, also auf Habitat 6. Und bis dahin, ja, wir sehen uns. Ciao.